Ja, jetzt muss ja ein Stück Matte erst kommen. Ich bin noch fallen. Hast du schon mit dem Auto durchgefahren? So. Ja, ich bin schon durchgefahren. Ja, kannst du hast mal alles aufgenommen hier, damit das alles gegen euch verwendet werden kann. Moin. Du bist Rennfahrer, ne? Das konnte man sehen. Hier, das ist der Mann, der das Kabel kaputt gemacht hat. Nee, das ist doch heile. Ich weiß gar nicht, was los ist. Was? Hast du das gemerkt? Was? Ja, dass du hier durch die Schnur gejagt bist. Wie so ein Verrückter. Wollte mich jetzt veräppeln? Ja. Da war keine Schnur. Doch. Nein. Doch. Ach. Er hat Glück gehabt, er konnte dann durchfahren. Jetzt frage ich mich natürlich, warum war da nichts dran? Irgendwie so ein Fähnchen oder so. Tja, weil nicht jeder so rücksichtslos fährt wie du. Genau. Das ja. finde ich rücksichtslos. So, ja. Ich bin sportlich unterwegs. Wir hatten praktisch nur 2,5 Sekunden, die von daher. Wir sind noch so gerade, ich habe die Jungs genommen, ich habe die zur Seite gezogen. Ich sage, pass ja, auf. Das habe ich gesehen. Ihr habt da hinter dem Auto gestanden. Ne? Genau. Ja, so ist das hier. So geht das morgens hier bei 2 Rad-Hugendon zu. Verleumdung ohne Ende. So, jetzt kommt der nächste Rennfahrer. Du sollst anhalten. Hier ist ein Kabel, hier ist eine Schnur. Einmal die Currywurst Pommes, ja. bitte. Sag dir, du kannst du morgens ganz den richtigen Spielfilm drehen hier. Schade, dass ich keine Kamera hatte, als du gekommen bist. Ja. Dann machen wir jetzt gleich mal weiter mit dem dritten Tag vom Tubeless-Video. Hat Luft verloren oder? Ja, keine Ahnung, das werden wir gleich sehen. Um 10 Uhr habe ich einen Termin. Aber du bist ja heute. Da gehört schon richtig was dazu. Echt? Also, oh, das ist interessant. Was muss denn passieren, damit so ein Reifen von der Felge springt? Ja, und für alle, die sich fragen, darf man ein Fahrrad mit Scheibenbremsen eigentlich auf den Kopf drehen? Oder kommt man dann hinter Gittern? Wie dicht ist eigentlich Dichtmilch? Ich habe das jetzt hier vor 85.000 Zuschauern schriftlich, beziehungsweise wörtlich. Ein Schlauch oder ein Reifen, der mit Schlauch gefahren wird, der hat viel mehr Reibung. Also Tee ist eine Variante oder Kaffee. Und dann kochst du dir einen schönen Kaffee und dann... Wenn ich jetzt wüsste, wo der lang gefahren ist... Kommt ja überall der Weihnachtsmann. Ja, Test, bitte. Wie dicht ist eigentlich Dichtmilch oder braucht man die gar nicht? All diese Themen klären wir in diesem Video. Sorry. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hugendorn. Moin erstmal. Endlich wieder ein Video. Wie fast jeden Sonntag oder ich kann auch sagen jeden Donnerstag, weil Dieter und ich arbeiten tatsächlich schon seit über 2 Jahren fleißig zusammen an Videos und produzieren immer wieder fleißig, damit du mindestens jeden Donnerstag und mindestens jeden Sonntag was zu gucken hast. Naja, das soll kein Versprechen sein, dass wir es immer machen, aber wir sind natürlich permanent dabei. Auch heute wieder ein sehr, sehr spannendes Thema und das ist eigentlich auch Pflichtprogramm für jeden Fahrradfahrer und Fahrradfahrerin und wie wir das immer nennen wollen, weil es geht um Dichtmilch oder um Schläuche oder um Reifen. Ich habe ja hier mein Experiment. Ich habe da aus Optikgründen, habe ich damals erzählt, den Tubolito-Schlauch verbaut. Spannender Schlauch, hält sehr lange die Luft, muss aber auch nachgepumpt werden. Also auch das ist Fakt. So, und weil das Wetter immer besser wird und weil ich gesagt habe, ich will endlich wieder auf die Straße, haben wir das Fairdale wieder mitgebracht. Wir bauen da mal ein bisschen was dran um. Das erstmal aufhängen. Weißt du, was wir machen? Du machst ja auch immer in manchen Videos immer das Gleiche. Du erzählst ein paar Sachen, wer wir sind und so. Ich mache das jetzt auch. Falls du in deinen Kopfhörern oder sonst irgendwo immer so ein Knacken hörst, das ist nicht die Technik, das ist das Holz in der Hütte hier. Das arbeitet, Sonne kommt raus. Also, nicht wundern. Du bist jetzt gerade nicht im Bild, ne? Also, aber hören kann man mich. Ja, mir kann ich nur hören, ja. Ich klöter hier rum. Tu so, als wenn ich ganz tüchtig was suchst du? Was such? Ja, also ich habe hier im tiefsten Lager geguckt. Ich habe es auch schon gefunden. Gut, dass keiner weiß, wie es hier hinten aussieht. Echt, das Allerwichtigste. Damit wir auch die Luft festhalten können, ein französisches Ventil. Und das französische Ventil, das ist ja immer so ein Spalter. Wir haben ja auch schon ein paar Videos gemacht, wo das immer wieder angesprochen wird. Aber die wichtigste Information, vergessen die meisten Leute, das französische Ventil, der Vorteil gegenüber dem sogenannten Autoventil ist welcher? Das ist das dichteste Ventil. Richtig, und es hält vor allen Dingen extrem viel aus. Also kannst richtig 10 Bar kannst du da reinknallen oder maximal 11. Okay. Aber gut. Von mir aus. Ja. Also, toll. Ich habe hier ein Continental Grand Prix 5000. Also wirklich so ein Kultreifen. Und das ist, ich wollte gerade sagen Black Pepper, aber das stimmt gar nicht. Das ist Black Chili Compound. Hm. Das ist irgendwie eine neue Gummimischung. Soll extrem gut sein. Ja, ich muss jetzt erstmal Laufrichtung gucken.
Das ist doch gut. Brauchst du einen Reifenheber? Wir haben hier einen ganz tollen Reifenheber von Schwalbe. Ja, warte. Den hat der Herr Hogendorn von Zweirad Hogendorn. Den hat ja letztens hier vorgestellt. Der war ganz begeistert davon. Oder macht man das ohne Reifenheber? Je nachdem, was man kann. Ach so. Ja, okay. Also, falls du ihn brauchen solltest, ich hänge ihn hier hin. Also, ich habe gerade mal Belastungstest von meinen Daumen gemacht. Also, die eine Seite habe ich noch hingekriegt. Ja, ich glaube, das will jeder sehen, ob er die andere Seite wohl auch schafft. Nein, jetzt hast du einmal so angefangen. Probier das. Vielleicht geht das. Ah, du schaffst das. Oh, sieht aber schick aus. So. Gut. So, der sitzt schon mal. So, jetzt wollen wir mal einmal kurz wieder über die Reifendimensionen sprechen. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Und als ich das Rad bestellt habe, habe ich gesehen, 700C würde auch passen. Und hier haben wir ja jetzt hier 584, also irgendwie so ein 27,5 Zoll. Und ich baue da jetzt 30-622, steht hier drauf. 30-622? Genau, ist ein relativ breiter Reifen. Ist ja auch ein Gravelbike, dann darf der Reifen auch ein bisschen breiter sein. Und was, ein 28er Reifen ist das? Ja, das sag ich ja. Ach so, ja, ja. Okay, ich alles zurück. Was ja der Unterschied, oder was hier ja das Besondere ist, wir haben ein Gravelbike, normalerweise 27,5 Zoll, und ich stecke da jetzt einfach einen anderen Laufradsatz rein, der ja von der Theorie her größer ist. Wenn ich den aber so daneben halte, selbst ohne Luft, es ist fast gleich groß. Ist fast gleich groß. Und das ist ja wieder das Ding so, wo ich sage, ja, warum verbauen so viele 27,5 Zoll? Warum machen das so viele? Riso Müller macht das ja auch liebend gerne. Da gibt es hier die ganzen GT-Modelle, alle mit 27,5 Zoll, aber einer 60er Reifenbreite. Das heißt, der Reifen wird volumiger. Mehr Volumen bedeutet auch gleichzeitig mehr Komfort. Und der Außendurchmesser wird ja dadurch auch immer größer, ist nahezu bei 28 Zoll. Von daher ist das ein super Kompromiss, den man da eingeht, weil wenn wir jetzt 29er nehmen, wird das Rad immer größer, noch länger, noch wuchtiger, und dann wird es irgendwann auch vom Handling, gerade wenn wir mit so einem Rad mal reisen oder wie auch immer, wird es dann irgendwie unhandlich. Darum finde ich 27,5 Zoll ist eine schöne Größe. Ja, ich pumpe hier jetzt mal Luft auf. Da ist aber nichts, da hat nichts geknallt, ne? Nee, leider nicht. Ich finde ja das Geräusch immer so schön, so ja. Klack, klack, klack. Gab es heute nicht. Ist leider ausverkauft. Geräuschloser Reifen. Ja, 5 Bar habe ich drauf gemacht. Das ist auch der Maximalluftdruck. Ist ein tubeless Reifen. Jetzt brauche ich noch die Bremsscheibe. Ja, komm, schmeiß rüber. Ja. Die Verpackung, nicht die Scheibe. Ja. Ist das Werkzeug zum Befestigen der Scheibenbremse, aber gleichzeitig auch zum Befestigen des Ritzelpakets. Na, so. Jetzt überlege ich. Ich fange aber an mit dem Vorderrad. Da muss ich erst noch mal Luft aufpumpen. Mhm. So, ja, weiter geht's. Ich hole wieder mein Lieblingswerkzeug zum Vorschein. Meine tollen Parktool-Schlüssel. Finde ich ja richtig cool, ne? Aber haben wir übrigens gekauft. Ist kein Geschenk von Parktool oder gesponsert oder irgendwas. Verkaufen wir auch nicht. So ist das. Das klingt nicht gut. Ich komme mal näher ran, damit wir auch alle sehen können, dass du das richtig machst hier. Ich weiß nicht, woher es kommt, oder noch weiß ich nicht, woher es kommt. Ah, du warst auch nicht so ganz zufrieden mit dem Bremssystem, ne? Ja, ich habe jetzt super Scheiben genommen für eine relativ einfache Bremse. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen nicht so die allerbeste Idee war. Ich mache das mal fest. Ja, und für alle, die sich fragen, darf man ein Fahrrad mit Scheibenbremsen eigentlich auf den Kopf drehen? Oder kommt man dann hinter Gittern? Ich weiß nicht, wie das hier aussieht. Da kann ich sagen, also meiner Erfahrung nach kannst du ein Fahrrad mit Scheibenbremsen ruhig auf den Kopf drehen. Da passiert nichts. Es ist ein geschlossenes System, das zieht keine Luft. Es wäre höchstens so, wenn eh schon Luft im Bremssystem ist, dann wandert die vielleicht nach oben. Das kann sein, aber dann ist eh schon was nicht in Ordnung. Und bei dem Rad ist es ja eh uninteressant, wenn du keine Bremsflüssigkeit drin hast, oder? Jetzt kommt eine weitere Berühmtheit auf diesem Video, in diesem Kanal oder auf diesem Kanal. Das ist der Stahlwille Drehmomentschlüssel. Der macht exakt von 4 bis 20 Newtonmeter. Die gehen nämlich nur in die Richtung rechts. Das Schlimme ist, ich habe eiskalte Finger. Aber das macht nichts. Soll ich eigentlich stehen oder sitzen? Ja. So, jetzt ist eigentlich alles bereit, ne? Bereit für ein weiteres Video von Zweirad Hogendorn mit Nils Hogendorn und hinter der Kamera der Dieter. Ja! Ja! Er sagt doch was. Wir arbeiten mit dem Ding in der Werkstatt nur. Also meine Mechaniker arbeiten wirklich ausschließlich mit diesen Drehmomentschlüsseln. Den kannst du auch über uns beziehen.
brauche 10 Newtonmeter für meine Steckachse, meine 5 mm Steckachse. Und ganz wichtig, immer ganz hinten anfassen, extra. Deswegen ist hier dieser Kunststoffgriff. Was? Und siehe da, kaum ist es richtig festgeschraubt, ist es auch geräuschlos. Und ab jetzt geht's nach hinten, würde ich mal sagen. Auf nach hinten, genau. 1,7, ja. Oh, der ist aber mal locker ein Kilo schwerer, Tass. Nee, ist das echt so? Ja, 2,7. Da hast du 1,7, rund 1,697 oder was das war. Ja, und 1,7. Ist das ein Kilo mehr? Ja. Ist das zu fassen? Ja, der Reifen, der ist ja voluminös, ne? Oh, der ist ja schwer. 2,2760 ungefähr. Boah, also der Wiegevorgang hat stattgefunden und... Das habe ich fast selbst nicht gedacht, dass das so ein Unterschied ist. Also fast ein Kilo, ne? Oder mehr als ein Kilo. Ja. Das macht das Rad ja richtig leicht, also deutlich leichter. Das ist interessant. Hast du den hinten, ist das eine andere Kassette? Nö. Ja, die sieht etwas anders aus. Aber die ist vom selben Hersteller. Die ist auch vom selben Hersteller, ja. Sonst... Das ist natürlich... So, das und wieder der... geliebte Stahlwille. Und wie sieht das so aus von da hinten? Das sieht gut aus. Also auf dem Kopf, ne? Ja. Was habe ich auf dem Kopf? Nee, das Fahrrad auf dem Kopf. Ach so. Was stellst du da, was kannst du damit einstellen? Da kann ich die Entfernung vom Bremsbelag zur Bremsscheibe einstellen, anpassen. Brems mal. Hast du einen Zentimeter, hast du bis zur Decke, ne? Genau. Gehen wir mal davon aus, dass die Bremse fertig ist, dass sie nicht mehr schleift. Ich würde jetzt eine Runde fahren, würde mir dann mal angucken, wie sich die Bremse verhält beim Fahren. Ich würde sagen, so, das Rad ist fertig. Das Rad sieht wieder gut aus. Muss mal anders. Ups. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Hübsch, kann man sagen. Aber zeig doch bitte einmal von vorne ganz kurz eben. Oh, das geht aber deutlich gut aus. Hübsch. Ja, also was ich jetzt machen muss, das haben mir meine Kollegen auch schon gesagt, der ganzen Taschengedüdel und Gedöns, den du da am Rad hast, das ist viel zu viel. Das musst du ein bisschen reduzieren. Ja, aber das ist praktisch. Für mich ist es einfach praktisch. Mhm. Aber was ist das Schöne am Gravelbike, ne? Du kannst halt mal eben, wenn du Lust hast, dann kaufst du dir ein zweites Bike, kaufst du dir einen zweiten Laufradsatz und hast ein Rennrad. In diesem Fall jetzt ja tatsächlich. Aber das Video ist noch lange nicht zu Ende, weil ich habe ganz zu Anfang gesagt, wie dicht ist eigentlich Dichtmilch? Und falls du bis hierhin gedacht hast, der hat doch was vergessen, nö, habe ich nicht. Falls du dich fragst, wieso kümmert der sich nicht um die Bremse, das hat schon seinen Sinn und seinen Grund. Ich habe gesagt, ich stelle das Rad jetzt mal einen Tag in die Ecke. Wir haben 5 Bar aufgepumpt. Morgen würde ich mal testen, wie viel der Reifen verloren hat, wie viel Druck er verloren hat. Dann würde ich Dichtmilch auffüllen und dann würde ich nochmal testen. Ja, ich fahre hier aber vom Grundstück. Ich jetzt wüsste, wo der lang gefahren ist. Halten die wohl die Luft oder halten die Luft nicht? Du erfährst das in der nächsten Minute. Ja, ich sag schon mal gute Nacht und bis morgen. Ich wollte schon fast sagen, wieder ein weiteres Video, aber 2 Tage sind jetzt vergangen. 2 Tage, also gestern muss man ja ehrlich sagen, habe ich geguckt, das war noch nicht so ausschlaggebend, heute glaube ich mehr. Und ich habe heute noch nicht geguckt und ich hätte jetzt gesagt, falls du mir jetzt nicht glaubst, falls du jetzt denkst, der läuft jetzt 3 Tage mit dem gleichen Hemd rum, das tut er auch nicht. Ich habe davon ein paar und das ist frisch und heute prüfe ich die Luft. So. Jetzt mal hier, Butter bei die Fische. Weißt du noch, wie viel Bar du aufgepumpt hattest? Ich hätte jetzt gesagt 5 Bar. 5 Bar. Auf jeden Fall hinten. Ja. Nee, auf jeden Fall vorne. Hinten auch.
Weißt du denn jetzt, was das Black Chili bedeutet bei dem Conti-Reifen? Das muss ja dazu sagen, wir haben hier den Conti Grand Prix 5000S. Hier ist Black Chili, steht da drauf. Nee, es ist kein Rezept von Oma. Keine Ahnung. Du bist ja so ein Chili-Fan, Dieter. Was meinen die damit? Wer denkt sich sowas aus? Das ist die Gummimischung, soll eine spezielle Gummimischung sein, die wirklich, also du hast damit viel mehr Grip. Das heißt, viel mehr Sicherheit und soll natürlich auch noch leichter rollen, noch leiser rollen. Ja, das sagen die aber jedem Reifen, der rauskommt. Ich denke mal, irgendwann ist doch die Physik auch an der Grenze. Ne? Vielleicht, also, vielleicht ja, aber ich kann mir immer nur schwer vorstellen, dass so ein Reifen wirklich in Deutschland hergestellt wird. Doch, Continental, Hannover, ne? Kannst du direkt von der A2 aus sehen, wenn du in Hannover nicht abfährst und fährst die A2 weiter? Soll das ein Reifen sein, der made in Germany ist? Ja, doch, klar. Also kannst in Hannover im Kontinentalwerk kannst du sogar eine Besichtigung machen und kannst sehen, wie da Reifen hergestellt werden. So, aber darum geht es ja gar nicht. Wir haben gesagt, wie dicht ist Dichtmilch? So, wir haben ein bisschen Luft verloren. Ja. So, jetzt habe ich hier, zeigt er keinen Druck an. Ich muss erst einmal pumpen, damit er überhaupt wieder Druck anzeigt. Mhm. Einmal, zweimal. So, dann habe ich, also ich weiß nicht, ob man es hört im Video. Ich muss mir eben was erklären. Ah, du musst was erklären. Ja, du musst was sagen. Dann kann ich halt nur sehr kurz, okay. Aber gerade eben hat das Ventil so einmal beim Pumpen so klack. Dann hört man das immer so. Und sobald das klackt, weiß ich auch, alles klar, jetzt ist erst Luft im Reifen. Ich habe einmal gepumpt, da zeigt die Pumpe 2 bar an. Da ist nur der Druck in dem Schlauch von der Pumpe. Und dann habe ich nochmal gedrückt, dann höre ich das Ventil und erst jetzt weiß ich, alles klar, jetzt hat der Reifen erst Luft durchs Ventil gelassen und das Ventil hat jetzt erst Luft in den Reifen gelassen und jetzt weiß ich auch, wie viel Druck ist in diesem Reifen. Und jetzt zeigt die Pumpe an, ja, ein bisschen über 3 bar. Ach, die sind ja immer so misstrauisch, die Leute, ne? Muss man immer gucken. So, was haben wir denn da? So, das ist das, was jetzt hier angezeigt wird. Und du hattest aufgepumpt, ich meine 5 noch was. Also, wir haben Luft verloren. Fakt ist, wir haben Luft verloren. Genau, also um die 2 bar, schätze ich, haben wir jetzt in 2 Tagen verloren. Also das Ergebnis unseres Feldversuches bedeutet, dass man also ohne Dichtmilch, das ist nicht so knorke, ne? Also ja, könnte ja unterwegs fahren ohne Dichtmilch im Reifen. Würdest du das machen, Dieter? Nee, ganz bestimmt nicht. Hätte ich viel zu viel Angst, dass der mir über die Felge springt in der Kurve. Und ja, die Dichtmilch hält aber nicht den Reifen fest. Ja, aber die dichtet ja trotzdem ab, ne? Ja, aber die hält ja nicht den Reifen fest. Nein, die hält nicht den Reifen fest. Aber wenn da nichts dazwischen gehen kann, und du hast mir ja gerade erklärt, weil ich dir gerade erzählt habe vor dem Dreh, dass das dann normal ist, dass die Dichtmilch sich im Reifen verteilt, gehe ich jetzt als Laie davon aus, dass wenn dieser Spalt, der da drin ist, also wo der Mantel in die Felge geht, da ist ja auch noch, da geht auch die Dichtmilch hin, oder nicht? Im laufenden Betrieb meine ich jetzt. Oder falsch gedacht? Na, also nicht ganz falsch gedacht, aber vielleicht denken da draußen ja noch mehr so, man sieht ja, wie schwer dieser Reifen aufzuziehen ist. Mhm. Und der ist ja aus Gummi, der ist zum gewissen Maß elastisch. Und ich würde jetzt sagen, der Spalt oder zwischen Reifen und Felge, da sitzt der Reifen nachher so stramm, weil der ja auf die Felge, der hier hat es jetzt nicht geklickt, aber wir kennen das ja, ne? Man knallt das 2 mal und dann sitzt der Reifen. So, jetzt hier. Da sitzt er so stramm. Dieter also, Faustmann, Klugscheißer-Modus, wenn das so ist. Ja. Wieso hat er jetzt Luft verloren? Tja. Das macht er ja mit Dichtmilch nicht so schnell. Ich weiß, dass Dichtmilchreifen nicht so wie Schlauch, also die musste schon nach ein paar Wochen. Ja, das probieren wir ja aus. Also wir gucken ja, wie dicht. Aber ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, mit dem Spalt und dies und das. Naja gut, an der Stelle verliert er vielleicht ein klein wenig, aber ob der da Luft verliert oder nicht, deswegen springt er nicht von der Felge. Also, ja, okay. Na, also, ach, es war doof mit der Felge, mit dem Sprung. Na, ja, aber mach doch nichts. Ich bin sicher, da bist du nicht alleine mit. Dann sagen wir mal so, Peter. Okay, er würde Luft verlieren. Ich würde wahrscheinlich jetzt nicht mal unbedingt sofort am Anfang merken, dass ich 2 bar verloren habe. Nicht sofort, je nach Aggregatzustand, wie ich drauf bin, wenn ich fahre. Aber dann hat er ja wirklich 2 bar verloren und dann kann er mir von der Felge springen. Da gehört schon richtig was dazu. Ist echt? Also, oh, das ist interessant. Was muss denn passieren, damit so ein Reifen von der Felge springt? Also ein Reifen springt normal nicht von der Felge. Also man muss sich das mal so vorstellen. Ich habe das auch schon oft überlegt, kann das eigentlich passieren? Und das kann passieren, wenn du jetzt eine Tubeless-Felge hast und du machst da einen Reifen drauf, der nicht Tubeless-ready ist. Okay, gut. Ja, der Reifen, der kann schon von der Felge springen, weil der gar nicht so stramm sitzt. Ah. Es muss immer, wie wir das in anderen Videos auch schon jetzt in den letzten Male immer mal so besprochen haben, man muss wirklich immer darauf achten, dass die Kompatibilität wirklich gegeben ist, sodass der Reifen zur Felge passt. Ich kann nicht jeden Reifen auf diese Felge machen. Mhm. Wenn ich jetzt einen Reifen hier drauf mache, der richtig breit ist, richtig fett, der kann hier von der Felge springen. Aber was ist denn jetzt das Besondere an einem Tubeless-Mantel gegenüber einem Schlauchmantel, sage ich jetzt mal einfach? Was ist der in der Beschaffenheit anders? Ja.
Die sind vom Gewebe einfach anders, die sind von innen auch nicht so versiegelt. Und wenn du den mal aufpumpst ohne Schlauch, kannst natürlich auch Dichtmilch reinkippen. Könntest du auch gucken, so kriege ich den vielleicht mit Dichtmilch sogar dicht. Aber da kann das schon mal sein, dass hier an der Seite vom Reifen Luft entweicht und auch gar nicht wenig. Mhm. Und es gibt auch Reifen, also je nachdem, was für ein Reifen das ist, wie alt der ist, wie neu der ist und so weiter. Wenn man den mal so im Licht hält, kann man teilweise sogar durchs Gewebe gucken. Also je nachdem, wenn der Reifen schwarz ist, dann natürlich nicht. Mhm. Aber gerade bei so einem Reifen hier, da merkt man auch, das fühlt sich auch alles gummiert an. Mhm. Aber es gibt Reifen, die fühlen sich tatsächlich komplett anders an. Oh. Genau. So, ganz kurz, um das abzuschließen, weil ja so viele Leute auch gefragt haben, wir kriegen ja täglich E-Mails, wo gefragt wird, wo werden Continent-Fahrradreifen produziert? Und da möchte ich mal ganz kurz jetzt eben hier von Continental-Reifen, schöne Grüße an dieser Stelle, mal eben kurz vorlesen. Continental schreibt, Continental ist zudem der einzige deutsche Fahrradreifenhersteller mit Produktion in Deutschland. Unsere Reifen werden mit einzigartigen Technologien, Materialien, okay, bla 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 bla, von Hand in Deutschland gebaut. Continental, wenn ihr wollt, dass wir eine Werksbesichtigung machen, wie wir das schon mal bei Busch und Müller gemacht haben, weil wir so unheimlich auf Made in Germany Produkte abfahren. Ein bisschen was oder ein bisschen mehr über Busch und Müller erzählen, bevor wir hier alles zeigen. 97 Jahre auf dem Buckel und ich sehe nur so aus, als wäre ich bei der Gründung dabei gewesen, war es aber nicht. Programme machen, CNC-gesteuerte Programme. Ja, also in meinen Augen ist es der Wahnsinn. Und so können dann Fräsbahnen draufgelegt werden, durch die Düse eingespritzt. Ja. Meistens haben wir dann noch eine kurze Wartezeit, damit das Teil abkühlen kann. Unser Material kommt hier durch die Rohre hoch, das ganze Werkzeug sich um 180 Grad dreht. Ja. Wieder zufährt und gleichzeitig wieder unten ein Vorspritzling, das klare Glas und oben die Dichtung gespritzt wird. Einfach melden. So, ich will mal hier beim Vorderrad messen. Jo. Hier haben wir jetzt noch 4 Bar. Oh. Hinten hatten wir nur 3. Aber die Felgen sind ja identisch, bis auf die Tatsache, dass hinten eine Kassette dran ist, aber das hat dann mit dem Druck nichts zu tun. Wie erklärt sich das der Fachmann? Du, das kann so viele Ursachen haben. Also erstmal fehlt die Dichtmilch. Alles klar. Dann, ist es ja so, das Ventil. Mhm. Vielleicht ist das bei dem einen dichter eingepresst als bei dem anderen in der Felge. Bei dem Laufradsatz ist immer ein Ventilsatz dabei. Ich habe jetzt hier so einen Ventilsatz von Stans New Tubes genommen. Vielleicht nicht so kompatibel vielleicht abgestimmt. Vielleicht ist der nicht so kompatibel, wie er sein müsste. Ich wollte ja ein oranges Ventil und das gab es sonst nicht. Und deswegen habe ich das genommen. Das Felgenband ist bei dem einen besser geklebt als bei dem anderen. Vielleicht überlappt das an einer Stelle. Also da gibt es so viele Gründe. Und darum, um diese Gründe alle ja, aus dem Weg zu schaffen, vorzubeugen oder wie auch immer, entgegenzuwirken. Aber da haben wir jetzt ja wieder ein paar Sachen angesprochen. Das ist ja vielleicht dem Zuschauer, der noch nicht auf Tubeless ist, eine Menge an Informationen. Man muss beachten, du brauchst natürlich ein spezielles Felgenband, wenn du dicht mit Dichtmilch fahren möchtest. Muss geklebt sein. Ne? Also muss geklebt sein. Wichtig. Dann brauchst du ja ein spezielles Ventil. Das ist auch ganz wichtig. Das hattest du ja schon im ersten Teil gezeigt. Das muss da reingedrückt werden. Wird das nicht auch verklebt sogar irgendwie von hinten? Nee, ne? Von der Theorie verklebt sich das ja spätestens. Wollte ich gerade sagen. Wenn, mit der Dichtmilch. Mit der Dichtmilch. So wie sich der Reifen auf der Felge klebt, dann wird er nicht abspringen. Nee, ist klar. Was ich ja schön finde, ist, du kannst ja diese Ventile halt eben dann auch farblich passend zum Rad kaufen. Ja, genau. So, aber wir reden schon wieder so viel. Ja, die Leute können ja abschalten, müssen ja nicht gucken. Die können auch zurückspulen, falls sie das nicht verstanden haben und nochmal gucken. Genau. Ich mache ja Kapitelmarker, also. Kapitelmarker? Also, falls du Kapitelmarker noch nicht kennst, guck mal hier unten noch ein Video. Aber am besten ist, du guckst immer alles. Dann verpasst du auch nichts, weil es so viel zwischendrin. Merkst du ja. Spannende Geschichten aus dem Leben eines Dieter Faustmanns. Ja. Nils Hogendorn hier vor der Kamera. Nicht, dass man uns verwechselt, ne? Jetzt muss ich mal was gucken. Ich habe vieles hier, aber ich stelle auch immer wieder fest, ein paar Sachen fehlen. Wieso passt der nicht? Hier ist gerade ein Handwerker gekommen. Wir kriegen hier einen neuen Zaun. Nils sagt direkt, der passt nicht. Passt der? Also ich finde schon, dass der passt. Ist der zu klein? Ich finde die Farbe so schön. Ich habe Fahrradschuhe, die sind so ähnlich grün. Ist auch egal. Nach der Unterbrechung, jetzt geht's weiter. Also so, ich muss jetzt irgendwie die Luft hier rauskriegen. Ah, hast du ein Teppichmesser? Brauchst du was zum Schneiden? So, Dieter. Ja, was geht los jetzt? Das ist für dich. Ja. Das kannst du erstmal tüchtig schütteln. Steht drauf, so 2 Minuten schütteln. 2 Minuten schütteln. Besser als jedes Fitnessstudio, ne?
Ich mache ja jetzt wieder was, wo ich nachher vielleicht Ärger kriege. Die Dichtmilch ist von Schwalbe, der Reifen ist von Conti. Hier kommt alles zusammen. Ja, sind wir mal nicht so, ne? So, bitteschön. Doc Blue von Schwalbe hier. Geht auch für Reifen mit Schlauch. Und ich gucke jetzt mal, dass ich die Dichtmilch hier in den Reifen bekomme. Die andere musst du auch schütteln. Ich mache tatsächlich, also das hier sind... Machst du parallel? Ja, ich mache beide. Jetzt hör mal. Ich halte das mal eben kurz als Mikro, damit man auch sieht, dass es wichtig ist mit dem Schütteln. Und zwar einmal ist relativ ungeschüttelt. Und die habe ich gerade geschüttelt. Die ist genauso laut. Ich mache das so, dann gehe ich nach unten. Also ich halte die Flasche einfach fest. Und da muss man natürlich aufpassen, dass jetzt nicht die Flasche abfällt. Dann haben wir eine große Sauerei. Hast du keine Pappe auf den Boden gelegt? Sportlich. Also alles mit Geduld. Das ist immer das Allerwichtigste. Nicht mal eben so, falls etwas vorbeiläuft. Zwischendurch. Ja, ich lege die erstmal hier oben auf den Reifen. Das hat aber gut funktioniert. So, meine Flasche ist leer. Ja. Die Dichtmilch wird im Reifen sein. Jetzt drehe ich das Ventil wieder rein, pump Luft auf. Dann drehe ich das Rad ein bisschen, die Dichtmilch verteilt sich und ab dafür. Das macht man, also das kann man mit... Hier, jetzt haben wir es gehört, jetzt hat es gerade geknackt, ne? Und wir haben es tatsächlich schon mal in der Werkstatt gehabt. Da haben wir auch einen Reifen mit Dichtmilch befüllt. Und dann ist der Reifen geplatzt. Oh! Große Sauerei. Ja. Wow. Also die Dichtmilch verteilt sich schon. Ich glaube nicht, dass sie nur hier unten schwimmt. Sonst drehe ich ein bisschen schneller. Was ist denn, wenn ich das Rad jetzt mit der Dichtmilch, ich fahre 2 Wochen in den Urlaub, nehme das Rad nicht mit. So, und da steht 2 Wochen jetzt rum, dann sammelt sich das ja irgendwo. Ist egal, ne? Normal passiert da nichts. Und wenn, dann muss der Reifen runter. Ja. Also du merkst ja, wenn da ein Klumpen drin ist, dann musst du halt den Reifen runter machen. Das ist halt, das eine will man, das andere hat man. Ja, ja. Bitteschön. Zweite Flasche ist fertig. So, und wenn ich jetzt aufs Ventil drücke, dann würde ich wetten, dass hier Dichtmilch rausfliegt. Das probieren wir jetzt aber nicht. Also Luft ist drauf, ich muss mal einmal die Nase putzen. Ich weiß nicht, ob ich Allergie habe oder ob das Schnupfen ist. Jawohl. Oh, die ähnliche echte Stroopwaffels mit Rumbutter. Alter Schwede. Boah, ey. Weißt du eigentlich, wie man die richtig isst? Also, Kekse essen, das geht nur mit schwarzem Tee und dann schön einstippen. Oder Kaffee. Das geht noch besser. Also Stroopwaffeln. Die habe ich übrigens... Bei uns im Shop? Kann man sagen, nee, ne? Die habe ich importiert, ne? Die hast du importiert? Die sind echt aus Holland. Die fahren am Wochenende nach Holland. Ja, erzähl, wie isst man alles richtig? Alles solche Sachen, die gut schmecken. Wie isst man die? Also ich kenne das so. Also Tee ist eine Variante oder Kaffee. Und dann kochst du dir einen schönen Kaffee. Und dann, das hat ja einen Grund, warum die so groß sind und so rund sind. Mhm. Dann legt man die oben auf die Tasse. Also zum Abdecken, nicht in den Kaffee, sondern oben drauf. Nee, einfach nur oben drauf auf den Kaffee. Hat einmal den Vorteil, der Kaffee bleibt richtig schön heiß. Ja. Und die Stroopwaffel, da ist ja so, das ist ja so eine Art Honig, was da drin ist, klebt auf jeden Fall richtig schön. Lass mich raten, das fehlt dann in den. Und dann wird das so ein bisschen, dann wird das richtig weich. Und wenn man das vergisst, dann fällt die Stroopwaffel in den Kaffee. dann hat man verloren. Aber wenn man das nicht so lange macht, dann wird das so richtig schön warm. Warm und weich und schmeckt wahrscheinlich saulecker. Schmeckt super gut. Ja. Oh. Ja. Kann man mal machen. Ich esse ja nicht mehr so viele Süßigkeiten. Aber so, das war das Stichwort. Ich habe das jetzt hier vor 85.000 Zuschauern schriftlich, beziehungsweise wörtlich. Nils isst nicht so viel davon. Da ist ja klar, was damit jetzt passiert. Hier, Product Placement, unbezahlte Werbung bei Zweirad Hogendorn. Aber ohne Witz, wir fahren dieses Wochenende oder nächstes Wochenende wollen wir auch überfahren. Und da wollte ich dich eh noch fragen, wo fährt man denn am besten da so hin? Also was so grenznah ist, wo fährst du immer hin? Also ich fahre maximal nach Windschoten. Und Windschoten ist klein, das ist niedlich, da kannst du einen Kaffee trinken, da kannst du was essen, da kannst du ein bisschen einkaufen. Ich fahre da gerne hin, dann kann ich mich da hinsetzen, kann was essen, kann noch einen Kaffee trinken, kaufe noch ein paar Lakritzen. Und ein paar Stroopwaffeln und ein bisschen. Ja. Ja, und darum fährt man nach Holland. Und dann, dann geht's wieder zurück. War das die Geschichte, die du mir erzählt hast, wo du dann hinfährst, so zur Weihnachtszeit, mit dem Hafen? Ja. Ja, ja. Mit dem Weihnachtsmann auf dem Schiff? Ja. Ja, cool. Ja, ja. Alles klar. Also das ist auch in Windschoten, wobei der ist auch in anderen Städten in Holland. Kommt ja überall, der Weihnachtsmann. Habe ich da eigentlich 5 Bar auf dem Hinterreifen gemacht? Ja, ne? Doch, natürlich, klar. Du hast ja volle Kanne aufgepumpt. Doch, doch. Ja, gut, dann drehen wir mal das Ventil wieder ein. Ja, wobei jetzt ist es schon dicht, also da kommt jetzt nichts mehr. Also hier ist das so wirklich so ganz leicht, also im Kameralicht kann man das vielleicht sehen, da ist so ein bisschen was gewesen. Aber ich will jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel hier rum. Nee. Oh,
Ja, jetzt ist Dichtmilch drauf. Ich denke mal, ich fahre wieder nicht mit dem Fahrrad. Ich lasse es hier wieder stehen. Ja. Wir haben heute Donnerstag. Naja, wenn wir es jetzt stehen lassen, ja, dann müssen wir es eigentlich hardcore stehen lassen bis nächste Woche, ne? Oder wir machen morgen. Da, aber das ist ja jetzt eigentlich Blödsinn. Lass uns morgen nochmal und du wirst da nichts verloren haben. Eigentlich müsste ich ein bisschen fahren, damit sich die Dichtmilch wirklich schön verteilt. Fahr doch in der Mittagspause nach Hause, isst was, fährst du mit dem Radfahrrad kurz nach Hause. Ja, das kann sein, dass ich es wirklich mache. Und dann treffen wir uns hier nochmal morgen und dann gucken wir nochmal. Ja. Man könnte meinen, das ist keine Dichtmilch drauf. So, jetzt haben wir Tag 3. Ich bin unscharf, weil Nils scharf ist. Und jetzt geht's weiter mit dem Tubeless-Video. Übrigens, Rennkompressor habe ich schon ein paar Mal vorgestellt. Top-Teil. Jetzt gibt es eine Weiterentwicklung. Es gibt also einen neuen Rennkompressor. Ich habe ihn noch nicht in der Hand gehabt, aber einen Nachteil habe ich schon. Der ist deutlich teurer geworden. Oh. Was ich damit sagen möchte ist, diesen Original-Rennkompressor, wir haben noch welche auf Lager, kannst du noch bestellen. Sind deutlich günstiger, kosten fast nur die Hälfte als der neue Rennkompressor. Der hier macht 16 Bar, der neue macht auch 16 Bar. Der hat einen Holzgriff, der neue hat auch einen Holzgriff. Das Design ist etwas moderner geworden, aber ich würde den hier erstmal kaufen. Also was ist denn? Irgendwas muss ja noch da sein, was neu ist. Er sieht anderes Design. Der ist schwarz. Wie viel, darf man fragen, so wie viel teurer ist der geworden ungefähr? Kostet 100 Euro. Was? Alter. Ja, und der hier kostet 64,95. Also ich habe vorhin zwar gesagt, die Hälfte oder lass ihn auch 69, ich weiß es nicht genau. Ja, vielleicht kann der auch mehr, vielleicht geht das etwas leichter, aber mal ganz ehrlich, diesen Rennkompressor gibt es noch und mein Tipp ist, wenn du einen haben willst, im Shop einfach bestellen, fertig, dann hast du einen richtig geilen orangen Rennkompressor. Das interessiert uns gerade gar nicht. Wir wollen wissen, how much is the bar? Ja, jetzt 3,5 bar. Und du hast ja gerade Luft abgelassen. Wir haben gerade wirklich viel Luft abgelassen. Das war jetzt auch gerade sehr intelligent, fällt mir ein. Von daher. Aber wir haben ja noch einen Vorderreifen. Richtig. Aber trotzdem, die fühlen sich richtig knallestramm an. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Naja, gestern waren 2 Tage dazwischen, heute ist nur ein Tag dazwischen. Aber Dieter will das Video fertig machen. muss. Der zeigt schon 4 bar an. Wenn ich jetzt einmal pump, dann sind wir bei fast 5. Ja, fast 5 ist immer gut. So. Also ein halber Bar fehlt dann noch bis zu den 5 bar. Ein bisschen Toleranz haben wir immer, wenn wir die Pumpe aufsetzen und abnehmen. Wir sind ja auch tolerant, ne? Muss man ja sagen. Also ich würde das jetzt erstmal so sagen, also das ganze Video haben wir ja nicht gefaked. Also jetzt, ne? Wer sowas sagt, der hat gefaked. Wir faken überhaupt nichts hier. Aber wenn du unsere Videos kennst, weißt du, dass hier nichts gefaked ist. Aber was ich sagen will, erstmal gib mir mal die Ventilkappe wieder. Ich habe noch keine Orangen. Wie auch, das Video ist ja noch nicht online. Aber was ich sagen wollte, ich habe ja zwischen dem, nach dem ersten Tag auch schon einmal geprüft und da habe ich so gesagt, oh, wir haben nicht so viel verloren. Da hatten wir irgendwie so, waren wir irgendwie auch bei 4 bar und jetzt sind wir hier vorne, sind wir bei 4,5 bar, also einen halben Bar haben wir verloren. Ich bin aber auch noch nicht gefahren. Die Sache ist einfach die, würde ich sagen, wir machen Langzeittest. Also ich fahre da jetzt mal ein bisschen drauf und das verwussten wir aber später dann. Irgendwann gibt es da ein neues Video, auch wieder vom Pferde mit den Reifen. Und dann erzählen wir nochmal, wie das jetzt wirklich ausgegangen ist, wie das sich mit der Pannenmilch verhält, ob ich einen Plattfuß hatte. Also wenn ich mal so, sage ich mal so 100 Kilometer gefahren bin, das ist ja ein Tag, dann habe ich die, wenn ich Lust habe. Ja, jetzt mal ganz kurz hier Zusammenfassung, kann man ja sagen. Also einmal jetzt hier für die YouTube... Ja, Dichtmilch ist dichter als ohne Dichtmilch. Für die YouTubeless-User. YouTubeless. Relativ einfache Montage. Das war jetzt kein Hexenwerk, was du da gemacht hast. Das kann im Prinzip, also da kann man so ein bisschen die Angst wegnehmen. Ne? Ja. Und ganz wichtig, fällt mir gerade ein, was wiegt so ein normaler, was würde der Schlauch für den Reifen ungefähr wiegen? Weiß ich, 1,6? Nee. Ich weiß es nicht. Also der Schlauch, ne? Was wiegt so ein Schlauch? 70 Gramm, 80, nee, 90, über 100? Also normaler Schlauch wiegt mehr als dieser Schlauch. Hier habe ich noch so ein Turbolito drin. Turbolito ist ja so der Klassiker für leichte Schläuche. Da haben wir auch ein Video zu gemacht. 76. Also, da haben wir einen super leichten Schlauch, 76 Gramm und die Dichtmilch, das sind gewesen 60 Milliliter, also 60 Gramm. Sparen wir da nochmal 10 Gramm? Bei dem Turbolito, der ja nicht so gewöhnlich ist, normalerweise hat man den ja nicht, muss man ja dazu sagen. Das ist ein Schlauch, der kostet 30, 40 Euro. Das ist ja, ne, also auch noch so ein Ding. Also im Vergleich zu Dichtmilch. Die Dichtmilch kostet 8 Euro. Auf jeden Fall günstiger. Jetzt wir haben doch einen Schlauch hier. Könnte ich auch nochmal den hier da drauf legen. Aber da ist ja Luft drin. Da ist Luft drin, da muss man aufpassen. Ja. Ja, komm.
185 jetzt in dem Fall. Also die Gewichtsersparnis, das kann ich aus der Praxis sagen, wo ich das erste Mal tutlos gefahren bin, das merkst du. Das Rad ist, das sind, also gerade am Reifen auch vorne, ist ein ganz anderes Fahrgefühl, positiv, als wie mit dem Schlauch. Ja, kann dazu auch noch was sagen. Ich war irgendwann mal tatsächlich... Warte. Ich habe erstmal die Luft hier aus dem Spiegel. Ja, war dann erzähl mal. Und ich war irgendwann tatsächlich mal bei Schwalbe zu Besuch. Das erste Mal bei Schwalbe Berührung mit Pannenmilch und Co. Und da habe ich sofort so gedacht, alles klar, die Pannenmilch. Ich habe mich dann gemeldet. Ich sagte, die kann ich doch auch im Schlauch reinkippen, oder? Und ich sage, ja klar, kannst du im Schlauch reinkippen, dann bist du noch sicherer unterwegs. Dann ging das, ging der Vortrag weiter, warum macht man das überhaupt und so. Und da waren so die ersten Rennradfahrer, was heißt die ersten Rennradfahrer? Ich weiß nicht, wie lange das klingt jetzt. Als wäre es Ewigkeit, mit Steinreifen und Ewigkeit, Keule, ne? Und nee, 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 aber da waren so die ersten, die so eine Transalp mal mit Tubeless-Reifen unterwegs waren. Und die hatten auch sehr, sehr, sehr positive Erfahrungswerte, weil ein Schlauch oder ein Reifen, der mit Schlauch gefahren wird, der hat viel mehr Reibung als ein Schlauch, der tubeless gefahren wird. Und dementsprechend haben wir einen viel leichteren Abrollwiderstand. Also es ist wirklich, es klingt jetzt irgendwie doof, Abrollwiderstand, aber er rollte auf jeden Fall mit dem Tubeless-System deutlich leichter als mit dem Schlauchreifen, so gesehen. Und was auch interessant war, er ist pannenfrei unterwegs gewesen. Heißt diese Tour Transalp? Gibt es, ne? Also, oh, ich glaube, ja, doch. Ich guck mal, geht mal weiter, ich guck mal nach. Und was wir festgestellt haben, unterm Sattel und auch hier im Hinterbaubereich, da waren überall mal so kleine Spritzer von der Dichtmilch. Das ist halt ein deutliches Zeichen dafür, dass wenn man mit Dichtmilch unterwegs ist, dass man auf jeden Fall auch sicherer unterwegs ist. Genau, also war tatsächlich damals die Transalp, die da jemand aus dem Hause Schwalbe mitgefahren ist mit Tubeless-Reifen und hatte dort schon sehr, sehr, sehr positives Feedback gegeben. Sicher unterwegs, leichterer Rollwiderstand und ja, mehr Fahrspaß. Ich habe jetzt einfach gepumpt. Ich dachte jetzt erst gerade eben schon, das Video ist vorbei. Ja, ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht, meine Nase ist schon wieder dicht. Entweder Allergie oder... Guck mal, da musst du ein bisschen Dichtmilch reinmachen. Ah nee, da wird ja noch dichter. Vielleicht kommt das von der Dichtmilch. Das kommt von der Dichtmilch. Du hast die durch die Nase gezogen und... Und du kriegst eine dicke Nase davon. Und ich krieg eine dichte Unfassbar. Nase davon. Wenn dir das Video gefallen hat... Dann abonniert auch den Kanal. Das hat er schon längst. Ja. Und wer bis hierhin geguckt hat, hat abonniert, weil es ist so geil. Ja, und lass einen Daumen hoch da. Und aktivier die Glocke. Wenn Fragen da sind und was uns ganz, ganz interessiert, ganz doll, Nils hat gerade gesagt, also hier MTB, wie ernst ist euch das Thema Tubeless?